Howdy und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir haben in der letzten Folge mal wieder für den Marshall gearbeitet. Und da ist der Zug. Und der Zug fährt nach Armadillo. Kriege ich den denn noch eingefangen? Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die McFarlane Ranch. Fort Mercer. Humbleweed. Ich habe also noch nicht den Bereich, den ich da brauche fürs... Outfit. Und irgendwie habe ich auch noch nicht so wirklich, aber wir wollen ja hier noch die amerikanischen Begehrlichkeiten erledigen, ne? So. Mein Pferdchen. Mein Pferdchen müsste das da sein. Bist du mein Pferd? Ja. Dann gib Stoff. Die Schienen lang. Na gut. Oh, da kommt auch schon der Zug. Schaffe ich es, irgendwie auf den fahrenden Zug zu springen? Offensichtlich nicht. Ich verfolge ihn aber, weil ich mich auf den Zug draufstellen, ne? Das heißt, sobald er irgendwo anhält... ...sehe ich mich dann dazu in der Lage, mich auf den Zug zu stellen. Und, ah, da, guck mal. So, jetzt möchte ich nur noch einmal nach oben. Und von da aus dann Vöglein töten. Jetzt muss ich nur noch Vögel sehen. Und der darf nicht durch den Tunnel fahren. So, gut. 5 Vögel vom fahrenden Zug aus. Nee, runterklettern wollte ich jetzt nicht. Wahrscheinlich falle ich gleich. So. Keine Vögel soweit. Oh, da kommt eine Brücke. So. Das sollte aber gehen, oder? Oh oh. Ich bin mir da nicht so sicher. Ah doch, klappt. War aber eng, war aber eng. So. Vöglein, Vöglein in diesem Land. Wo seid ihr? Fünf Stück vom fahrenden Zug. Wie fährt denn der jetzt hier eigentlich? Lass mal kurz gucken. Der scheint jetzt hier einmal die Tour zu fahren. Oh, fährt der, na, wahrscheinlich rechts rum und dann nach Gaptooth. Einmal im Kreis. Das heißt, ich habe Zeit... bis Armadillo. Prinzipiell erstmal. Um ein paar Vögel zu finden. Das wird eine richtig spannende Folge. Das kann ich jetzt schon sagen. Denn so eine Vögel bei Nacht sahen jetzt nicht so wahrscheinlich, nehme ich an. So, da mal die Benedict Point. Judy, 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 Judy. So. Whoop. Ich hab davon noch Hirsche gesehen. Keine mehr. Oh, das war so nicht geplant. Autschen. Aldi. Geh mal da hoch. Brum, 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 brum. Gib Guss. Gib Yumi, Schumi. Los geht's. Telegrafenmasten.
Schnubbeldi-Bubbeldi. Komm schon, hier müssen doch irgendwo Vögel sein. Solomon's Folly. Kann doch nicht angehen, wie viel haben wir eigentlich? Wir haben doch gerade erst 10 Uhr nach abends. Da, guck mal. Das ist ein Scherz, oder? Da ist ein Vogel, den ich irgendwie kann. Nee, das wird so nix. Habe ich einen Vogel erwischt? Ich glaube, ich habe die Bullet Time etwas zu, das Dead Eye etwas zu früh gemacht. Das war der zweite, nehme ich an. Drei. Ja. Bleib mal nach. Das dürften drei sein, wenn ich mich nicht täusche. Scharfschützenjournal. Herausforderung. Scharfschütze. Ja, wow. Zwei Stücke wohl noch. Naja, ich habe ja noch ein paar Schuss, ne? Hast du Flaschen nieder? Ist mir erst einmal tatsächlich fast egal. Ich brauche noch zwei Vöglein. Kommt schon, kommt schon. Wuff, wuff. So, ich würde das aber schon wirklich gerne erledigt haben, bevor ich in Armadillo bin. Das ist der umständliche Weg nach Armadillo. Aber okay. Hello! Schwester! Und good morning Vietnam, ne? So. Hätten wir es aber abgeschlossen. Komm schon. Blödsinn erzählen liegt mir im Blut. Doch ist das noch lange, lange nicht gut. So, Scharfschütze Level 4 abgeschlossen. Dankeschön. Was brauchen wir denn für Level 5? Erlege innerhalb von einem Dead Eye Anzeige zwei verschiedene Arten von Wildtieren. Okay. Dafür muss ich mein Dead Eye wieder auffüllen. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Karte. Das ist aber jetzt aber, ist das dabei jetzt aber, ist das dabei eine Strecke? Da habe ich einfach gar keine Wahl, da muss ich vom Zug hüpfen. Yay! Und dann hat aber gut hingekriegt. Zwei unterschiedliche Arten Wildtiere. Wir haben Kojote da. Da ein Kojote ist, jetzt brauche ich nur noch ein zweites. Den folge ich jetzt und vielleicht finde ich noch einen Hasen oder sowas. Oder ein Vogel. Cueva Seca. Muss aber auf die Schatzkarte auch gucken. Du bist ein Kojote, du bist kein Hund, ne? Was ist denn hier? Interessant. Das ist doch eine Höhle gewesen, oder? Gehen wir mal da rein. Ein kleines Lager. Das wird wohl offensichtlich erst später noch wichtig. Okay. Jetzt noch keine Relevanz. Jetzt habe ich den Kojoten verloren. Da ist er. Und jetzt noch ein anderes Wildtier. Komm schon.
Mein Dead Eye ist gleich voll, das ist gut. Jetzt muss ich nur noch. Da haben wir den Vogel. Wäre eine Option. Wo ist der Geier? Scharfschütze Rang 5 erwischt. Gut. Das war ja jetzt gar nicht mal so schwer. Können wir uns den Kojoten noch direkt einmal zähmen, häuten. Legende des Westens. Du hast Wüstenlegenden-Outfit entdeckt. Mit ihm erhöht sich dein maximales Deadeye. Okay, dann zeig mal hier. Erst einmal Journal. Herausforderung. Stufe 6. Verschieße zwei verschiedenen Personen die Kopfbedeckung vom Kopf. Oh. Okay. Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist, das einfach bei irgendwem zu machen. Aber wir schauen mal. So, Legende des Westens. Wo ist sie denn? Ja. Komplettes Outfit. Erreiche Rang 10 in allen Umgebungsherausforderungen. Okay. Na, wenn es mehr nicht ist. Jetzt brauche ich noch Hirsche. Da steht ein Pferd am Lager. Gehen wir doch mal vorbei. Schauen wir mal, ob und was er zu erzählen hat. Machen wir. Principles this country is built upon was sold down the river. Freedom, liberty and justice for all? More like no freedom, taking liberties and justice for the rich. I had enough of these tall tales. What are these federal types but a private army? Okay. And influential. Freiheit für die Reichen. Nee, Gerechtigkeit für die Reichen. So. Ihr seid zwei verschiedene Personen, aber ich kriege euch wahrscheinlich nicht den Hut abgeschossen, ohne euch in den Kopf zu schießen. Das wiederum bedeutet, dass ich da das Dead Eye für verwende. Wahrscheinlich am ehesten. Mal gucken. Und verfolgt mich ein Kojote. Nein! Das ist ein Gürteltier. Gut, die brauche ich später. Noch ein Gürteltier. Du hast Glück, Junge. Noch ein Pferd. Und eine Type. Pinkelt der etwa dahin? So, das hat Person Nummer Uno. Ein Brei noch. Ich gehe mal da oben zu der Farm. Wo ich da hier hoch? Geht das? Ja, müsste gehen. Tumbleweed. Tumbleweed habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Wahrscheinlich auf der Karte. Aber da ist tatsächlich, ist da was im Gange. Bei den gefangenen Sheriff. Okay. Okay, ich muss immer noch einen von euch dann wenigstens den Hut abschießen. Das war ein Kopfschuss, das war kein Hutschuss. Er kommt schon raus. Befreien wir die Stadt. Alles klar. Ist doch spannend. Den Sheriff befreie ich später. Die schaffe ich aber alleine. Oben.
Autschen. You fellas couldn't hit the ground with your hat. Ich loote ich auch. Ja, viel haben die ja nie bei sich, ne? Das ist immer das andere Problem. Zwei Stück, drei Stück gibt's noch. Ja, komm. Okay, haben wir das auch geschafft. Dann gucken wir jetzt nochmal. Moment. Journal hier. Scharfschütze Level 7. Erlege drei Bären mit jeweils einem Schuss. Okay, wenn es mehr nicht ist. So, dich soll ich noch befreien. Das machen wir jetzt tatsächlich. Sheriff. Sag danke. Thanks, partner. Looks like you already done most of the dirty work. Das meiste, aber noch nicht alles. That looks like everyone in town. Let's head up to the mansion and finish this. Kriegen wir hin. Vielleicht lässt du mich das aber lieber alleine machen, du verreckst nur. Mal voll hier. Zack. Ach. Quatsch. I thought we were friends? Naja. Dum 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 dum. Das ist Western Style hier. Ich hätte ganz gerne, dass du die andere Schulter benutzt. Also. Über die linke Schulter zielen hasse ich wie die Pest. Schon immer gehasst wie die Pest. Wie habe ich denn das jetzt geändert? Okay, irgendwo oben. Zimmer offensichtlich. Ey. Tiefer? Mehr Feuerkraft, ja, schon klar. Scheint es einen Keller zu geben. Gut, dass das Gebäude nicht so groß ist, ne? Da geht's in den Keller. Ah, ich hab dich gesehen. Mein Pferd konnte dich nicht finden. Ich wollte jetzt auch nicht mein Pferd rufen eigentlich. So, kehre zum Sheriff zurück. Ja, mache ich gleich. So, nur ein paar Dollar. Für eine Handvoll Dollar. Ja. Durch die Tür. So, hallo Sheriff. I sure appreciate
won't be forgotten. I promise you that. Tumbleweed abgeschlossen. Schön. Lag zwar ursprünglich nicht auf meinem Plan, aber hey, was wir haben, haben wir, ne? So. Sollte ich jetzt Bären, sollte ich töten? Drei Bären mit jeweils einem Schuss. Ist richtig mitgekriegt? Oder Journal? Gibt's denn hier überhaupt Bären? Das weiß ich noch gar nicht. Ein Teil kann man ja erst in den zweiten Bereich machen, in Mexiko. Drei Bären mit jeweils einem Schuss. Jo. Gut. Hirsche brauche ich immer noch, den Schatzsucher sowieso. Und die Wüstensalbei. Gut, 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 gut. Haben wir auf die Karte geguckt. Ein paar Minuten haben wir noch. Können wir uns ein bisschen in Richtung BGA gucken. Was haben wir denn da? Eine fremde Person. Du sollst mein nächstes Ziel sein. Vielleicht finde ich auch irgendwo einen Bären. Der Bär. War das... Naja. Er kann nicht mehr, er kann nicht mehr, er kann schon nicht mehr. Komm schon, bist du ein echter Cowboy? Gib Gummi! Hier ist der Friedhof. Ich komme jetzt echt nicht hoch. Willst du mich denn foppen? Gibt's denn das? Hier komme ich hoch. Eigentlich unglücklicherweise, wo ich raufgehe, muss ich aber später wieder runter, ne? So, aber ich brauche noch den Salbei, das ist so das Problem. Ja, das war, was ich mir dachte. Da ist eine Schlucht im Weg. Wir bauten so. Autschen! Steh auf, Marston. Du bist nicht tot. Das hätte ich gemerkt. Das eilig. Das hier kommt mir auch bekannt vor. Ja, das ist halt das Problem, wenn man schon mal irgendwann das Spiel durchgespielt hat. Ne? Also, ja, durch habe ich es ja nie gespielt, aber angespielt eine ganze Zeit, zumindest im ersten Bereich. Daher auch die alten Speicherstände. Und da habe ich tatsächlich den ganzen Schmarrn hier alles schon erledigt. Salbei sammeln und Typen töten und schießen und Viecher töten. Und da habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar die Kopfgelder weitestgehend unblutig holen können. Bewegt sich die Person eigentlich? Kann ich nachgeguckt, ne? Ah, sie scheint... Scheint erstmal da zu sein, wo sie eben ist. Wüstensalbei! Super! Dann befinden wir uns schon mal im richtigen Gebiet. Davon brauche ich noch ein bisschen. Pinke Blüten. Oder ist es lila? Ich weiß es gar nicht. Pink, lila, eher ist das gleiche. Aber das war doch ein Hirsch. Hm. Macht sich natürlich da ganz hinten aus dem Staub. Jungs, ich bin auf Hirschjagd. Das war nix. Den haben wir angeschossen. Mehr aber auch nicht. Ja, verändert der jetzt halt. Toller Springs, da kommt der Zug. Los, schnell weg hier. Oh, mal Luft. So, ich möchte jetzt schon gerne noch bis zur fremden Person... Komm, Pferdchen. Bis zur fremden Person nach vorne durchkommen möchte ich.
Und dann soll es das erste Mal wieder gewesen sein. Na, gib Gummi. Na, jetzt kommt doch, gib doch nicht. Komm mir die Hirsch entgegen. Die Witchwood Farm. Alle Jobs rund ums Zureiten sind verfügbar. Und am Absteigen, ich kann ein Häuschen kaufen. Auf der Witchwood Farm fürs Zureiten. Wunderbar. Mieten. Immobilie gemietet. So, wer schießt hier? Staubmantel-Mini-Altra aktualisiert. Okidoki. Dann zeig mal her. Staubmantel-Outfits. Ist das Staubmantel? Oder? Legende des Westens. Staubmantel. Ein abgenutzter Staubmantel. Schützt deine Kleidung vor Staub, aber vor kaum etwas anderem. Wow. Aber sieht wahrscheinlich cooler aus. Was klar mit euch? Mädels. Ferdi? Alle meine Pferde heißen jetzt Ferdinand. Ein Preisnachlass. Und ich kann ein Staubmantel-Outfit anziehen. Schön. Könnte ich nicht mal bald lieber da sein? Mir wird die Folge schon wieder zu lang. Wobei, naja. Gemacht werden muss es ja sowieso. Und warum soll ich 80 Folgen veröffentlichen, wenn es auch 60 tun? Wenn nicht sogar noch mehr. Das Spiel ist recht umfangreich, wenn man alles macht. Und tatsächlich werden wir in diesem Let's Play alles machen. Also, ich habe da schon vor, sämtliche Aufgaben zu erfüllen, die uns gestellt werden. Das beinhaltet natürlich die Herausforderung gleich mit. Wir sind fast da. Hallo. Hallo there. Howdy, miss. What are you doing out here? I'm thinking. Have I seen you before? Oh, yes, I think so. On the train from Blackwater, perhaps. Yeah. Yeah, you were talking with the preacher. Yes, sir, I was. I don't know if it's so safe out here, miss. Oh, Jenny. You can call me Jenny. I'm safe because I have faith. So, faith can move mountains. That's the whole point. Nicht klug. You're trying to move a mountain? Oh, no, I can't do anything. But with faith, I can achieve great things. I know that. I know it. You want me to take you back into town, ma'am? You seem kind of unwell. Oh, I get such clarity out here. I see things purely. The world is so beautiful. And full of things that'll kill you, including illness. Nothing's gonna kill me, sir. Well, take care then. Hilf Jenny, indem du Medizin bringst. Na gut, dass ich Medizin dabei habe. Miss Jenny. Miss Jenny. Don't look like the Almighty's much inclined to help you out here. I was kind of worried about you, so I brought you some medicine. Oh, heavens. Oh, praise you, Lord. I knew you'd save me. Excuse me? You see, it was only through his will that you were ordered to save me. Tell me, were there angels in your vision?
Jenny, can I take you back into town? Praise you, Savior. I knew you'd save me. Oh Gott. Religiöse Fanatiker. Und wieder geht es los. Oh, I'm fine here, mister. I'm in heaven. Heaven. Oder auch nicht. Jennys Glaube, abgeschlossen. Jenny, da bin ich nicht glücklich drüber. Aber... ich fessel dich jetzt und bring dich in die Stadt. Na, ich will die doch nur in die Stadt bringen. Na toll, 20er Kopfgeld. Ich will die doch nur in die Stadt bringen. Er kapiert's nicht. Dahin will ich. Telegrafenamt. Ja, das habe ich davon. Ich bin ja auch ein bisschen dumm. Gib mal Gummi. Ah, Pferdchen ist müde. So. Kopfgeld sind 20. Bin aber selber schuld, ne? Dann mach ich auch sowas. Religiöse Tante hier retten. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Nutzen hat. Also wahrscheinlich hat es keinen Nutzen. Vielleicht zerschieße ich mir sogar eine Quest. Wer weiß das schon? Aber wir sind gleich ein Armadillo und dann lasse ich sie ja schon wieder frei. Hey, ist weggeploppt. Die sind einfach weggeploppt. Warum ploppten die einfach weg? Ich begleiche das Kopfgeld. Und weil ich Langeweile habe, gibt es jetzt in dieser Folge noch eine Runde oder vier Runden Five Finger Pillets. Fillet. Dann haben wir das noch weg. Also wer jetzt kein Interesse mehr dran hat, jetzt wird nur noch Five Finger Fillet gespielt und danach ist die Folge zu Ende. Ah, jetzt habe ich natürlich die Tasten nicht angeguckt. So, zeig mir die Tasten einmal. A, B, A, B, alles klar. Archen! Hallo zu dir. Ich würde nicht in einer Knife-Fight mit dir, Pard. Saul Bundy besiegt. Nächster. Who's next? Oh, du siehst ja aus, als hättest du richtig viel Kohle bei dir. So, was haben wir bei dir? A, B, A, Y. Alles klar. Autsch, so viel dazu. So.
Oh, you're wrong, good boy. Yeah, bin ich. ABAY. B. Alles klar. So, Harlan Forbes besiegt. Nächster. Der gute Ray Worthington. ABAYAX. ABAYAX. Oh. So, und dann müsste das gleiche nochmal sein, nur im doppelten Durchgang, ne? Okay. So war es, so wie das nächste, komm. Hey. Hey! Komm schon. Ja. So läuft das. Hat er gerade Cocksucker gesagt? Gibt's das denn? Jetzt mal, wie einer das ernst meint, yo. Hi, Gobble, dich habe ich doch schon mal abgeledert, oder? America's Row 100. ABAYAX. 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 Zwei Durchgänge, okay. So, ganz easy. Watch this. Okay. Drei Runden einfach. Vier Runden. Alter, geht's hier noch gut? Ah, zu langsam. Hm. Da war noch eine Runde. Mist. Na komm schon. So, wenn das mal nicht Geschwindigkeit war. Ein bisschen Konzentration, dann läuft das auch. Und wir haben jede Menge Kohle. Ich kann nochmal gegen dich antreten? Ah. Na, wenn ich nochmal gegen dich antreten kann? Du und ich. Ach ja. Nochmal 100. Das hatten wir schon, okay. Und los geht's. Und jetzt viermal das Ganze nochmal, ha? Huh? Ja, okay. So, Tempo, Kollege, du hast keine Chance. Aber wir könnten jetzt unendlich weiterspielen. Bringt mir nur nichts. Wir gehen speichern und dann ist das mit der Folge auch schon gewesen, den Staubmantel ziehe ich mir allerdings auch noch an. Zacka, zacka, da, du, 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 du. Hi, einmal Outfits wechseln. Einmal hier Staubmantel. Wie sehen wir denn dann aus? Ah ja, den Mantel finde ich schon gar nicht schlecht. Und wir speichern, selbstverfreilich. Einmal auf dem alten Schwindler-Speicherstand, ne? Auf dem letzten, den wir haben, ne? Wunderbar.
Jo, überschreibt das. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Stöffel.